Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wir hören oft von Menschen, die uns schreiben oder die hier Zeugnis geben, dass Gott ihnen geholfen hat. Und du hörst dir das vielleicht an und denkst, ja, Gott hat denen geholfen, mir hilft er aber nicht. Sei dir gewiss, Gott kümmert sich um dich ganz persönlich. So wie er jedes deiner Haare kennt und jede Zelle deines Leibes geschaffen hat, wie könntest du ihm egal sein? Gott kümmert sich ganz persönlich um dich. Und wenn wir dieses Bild hinter mir seht, die Hand mit dem Herz, und das Herz, das bist du, und die Hände, das sind Gottes Hände. Und dein Herz ist in Gottes Hand. Ist das nicht wunderbar und eine wunderbare Zufluchtsstätte, was Gott da für uns hat? Und Jesus hat dein Herz in seiner Hand. Du bist ihm so wichtig. Und es ist ihm völlig egal, wo du herkommst und wer du bist. Er kennt dich. Er hat dich geschaffen und er kennt dich. Es ist ihm völlig egal, was du für eine Meinung hast. Er will nur eines, eine Beziehung zu dir. Eine Beziehung mit deinem Herzen. Er will dein Herz gewinnen. Und er will dir so nahe sein, dass er dein Herz in seiner Hand hat. Wir denken manchmal, Gott kümmert sich um alles Mögliche, aber nicht um uns, wenn wir so mitten im Leben und im Alltag stehen. Wir fühlen uns verloren, als einzelne Menschen in Anbetracht der ganzen Welt. Ja, Gott muss ja die ganze Welt regieren und was bin da ich? Aber du bist so wertvoll in seinen Augen. Und wir denken, Jesus hat keine Zeit für uns, weil er sich um alles andere kümmert. Aber er schickt dir sogar seine Engel, um dich zu bewahren. Hast du das schon einmal gelesen? In Psalm 91, Vers 11 und 12. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Glaubst du das? Dass Gott dir wirklich Hilfe schickt, dass er dich durchträgt. Und er würde den letzten Engel für dich schicken, wenn du seine Hilfe brauchst. Vertraust du ihm, dass er dir seine Engel schickt, dass er dein Herz in seiner Hand hat, in allen Stürmen deines Lebens? Jesus liebt dich, und zwar dich ganz persönlich. Und er kümmert sich um dich. Jeder Einzelne ist ihm wichtig. Egal, was dir widerfahren ist, er weiß es. Er kennt deine Geschichte. Er kennt das, wo du durchgegangen bist oder wo du vielleicht gerade drin steckst. Er weiß es. Und wir kennen auch die Geschichte des Gleichnis vom verlorenen Schaf. Dem einen geht er nach, weil es Hilfe braucht. Und die anderen 99 lässt er stehen. Der Dienst von Jesus zeigt, dass er Liebe für jeden Menschen hat. Und Jesus hat oft sogar Menschenmassen stehen lassen, um sich um einzelne Menschen zu kümmern. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist euch das schon einmal aufgefallen? Er hat
Menschenmengen stehen lassen, um einzelnen Menschen zu helfen. Lukas 12, Vers 1. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten. Es waren unglaublich viele Menschen da, die sich schubsten und gestoßen haben und ja, traten. Schoben und drückten. Tausende von Menschen versammelten sich um Jesus herum, die Hilfe und Heilung brauchten, und Jesus hatte Erbarmen mit ihnen. Jesus liebte die vielen Tausenden von Menschen, aber er hielt auch an, um sich um einzelne Menschen zu kümmern. Im Vers 6 heißt es dann, Lukas 12, Vers 6, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennig verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. So fürchtet euch nun nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Die Menschen werden hier mit Sperlingen verglichen. So ein kleiner Vogel, der in unsere Hand passt und keinen Wert bedeutet, so klein. Und das Großartige ist, Gott verliert selbst diesen Sperling nicht aus den Augen. Und Jesus bestätigt, wir Menschen sind mehr als Sperlinge, als viele Sperlinge. Und er verliert auch dich nicht aus den Augen. Vertraust du ihm? Auch so etwas Unwichtiges wie unsere Haare, Gott kennt jedes einzelne davon. Bei mir hat er nicht so viel zu zählen. Ich habe sehr dünne Haare. Aber er kennt deine Haare, jedes einzelne. Jedes Haar, jede Zelle, alles Unwichtige an dir ist Jesus bekannt und er kümmert sich darum. Es ist ihm wichtig. Du bist ihm wichtig. Dein Anliegen ist ihm wichtig. Das, was du in deinem Herzen hast, wo du nicht fertig wirst damit oder wo du Sorgen und Nöte hast. Es ist ihm wichtig. Du musst mit ihm reden. Musst es ihm sagen, was dein Herz bewegt. Und er ist da. Er kümmert sich um dich. Wir hören oft von Menschen, die uns schreiben oder die hier Zeugnis geben, dass Gott ihnen geholfen hat. In ganz verschiedener Art und Weise. In Form von Heilung, Arbeitsstelle, Finanzen, Familie und so weiter. Es gibt nichts, was Gott nicht schon getan hätte. Und du hörst dir das vielleicht an und denkst, ja, Gott hat denen geholfen, mir hilft er aber nicht. Vielleicht freust du dich sogar mit diesen Menschen oder Gott gebraucht sogar dich, um Menschen zu helfen. Aber in deinem Herzen ist Trauer und Entmutigung, weil du denkst, Gott sieht dich nicht. Sei dir gewiss, Gott kümmert sich um dich. Um dich ganz persönlich. So wie er jedes deiner Haare kennt und jede Zelle deines Leibes geschaffen hat, wie könntest du ihm egal sein? Richte deinen Fokus auf ihn. Nicht auf deine Schwierigkeiten oder das, was um dich herum passiert, in den Medien, in den Nachrichten, wo wir so zugeschüttet werden. Richte deinen Fokus auf ihn. Unser Maßstab ist immer noch die Bibel und nicht die Nachrichten. Richte deinen Fokus auf ihn. Hebräer 13, Vers 5 und 6. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen noch verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Ist das nicht ein wunderbarer Vers?
Eine wunderbare Perspektive, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Auch nicht vor der Zukunft, weil Gott dich nicht verlassen wird. Ganz einfach. Deshalb darfst du Mut haben. Deshalb darfst du mutig in die Zukunft schauen und brauchst keine Angst zu haben. Und er hat dein Herz in seiner Hand. Wo immer du gerade bist und wo immer du wohnst, Jesus weiß um deine Sorgen, um deine Nöte und um deinen Herzenszustand. Und er will dir jetzt begegnen. Richte deinen Fokus auf ihn. Genau in diesen Stürmen des Alltags, wo du dich befindest, will er dir begegnen. Seine Liebe zu dir ist unermesslich. Wir können das oft gar nicht begreifen mit unserem Verstand, was Gott für eine Liebe, eine Geduld, eine Gnade für uns hat. Wie oft machen wir doch, was wir wollen oder auch Fehler. Und immer wieder ist seine Liebe da, seine Hand, seine Gnade, die uns nicht fallen lässt. Wir sind in Gottes Hand. Und du kannst jederzeit auch dahin zurückkehren, wenn du einmal abgewichen bist davon. Er kümmert sich um dich. Markus 5, 21 bis 24, und da heißt es: Und als Jesus in dem Schiff wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihm. Wie wunderbar. Ein Mann ist da, der Hilfe braucht. Erstaunlich. Jesus lässt tausende Menschen stehen und geht mit ihm und hilft diesem einen Mann. Sei dir gewiss, Jesus sieht auch dich persönlich in der Menge und er hilft auch dir persönlich. In diesem Moment, wo du so dringend seine Hilfe brauchst, lässt er alles stehen und liegen, um dir zu helfen. Das hat sich nicht geändert in diesen vielen Jahren. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus ändert sich nicht und du bist nicht vergessen. Nimm dir Zeit, mit ihm zu reden. Ergreife die Gelegenheit und öffne dein Herz. So wie dieser Jairus verzweifelt war, so hört und sieht Jesus dich in deiner Verzweiflung. Er ist für dich da, egal wie viele Menschen um dich herum sind. Er geht mit dir, so wie er mit Jairus gegangen ist. Selbst die große Volksmenge konnte ihn nicht abhalten zu gehen. Sie folgten ihm und sie drängten ihm. Jesus liebte die Mengen, aber er kümmerte sich um den Einzelnen. Und wenn wir diese Geschichte weiterlesen, lesen wir noch so von so einem verzweifelten Menschenkind, die Frau mit dem Blutfluss, eine sehr kranke Frau, die auch dort war. Sie kam da wirklich mitten in die Situation hinein, als Jesus sich aufmachte, um dem Jairus zu helfen, um mit ihm zu gehen. Markus 5, Vers 25 bis 34. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von den vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden.
Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Kleid an. Denn sie sagte, wenn ich nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden. Hier lesen wir wieder, sie kam als einzelne Person aus dieser riesigen Menge von Leuten. Und Vers 29 weiter. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber, voll Furcht und Zittern, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Sie kam voller Glauben und Jesus wandte sich ihr zu. Er hätte das auch übergehen können und denken, naja, jetzt ist jemand gesund geworden. Aber er hat sich aufhalten lassen von dieser Frau. Die Jünger verstanden das sowieso nicht und sagten, die schubsen dich doch alle, wie soll da ein Einzelner dich angerührt haben? Doch Jesus weiß um den Einzelnen. Diese Frau, die zu ihm kam, in Verzweiflung. Und es ist ganz egal, wie du zu Jesus kommst. Wie Jairus, der gesagt hatte, Herr, hilf mir. Oder wie diese Frau, indem du einfach zupackst im Glauben. Und Jesus dreht sich um, wie zu der blutflüssigen Frau. Nicht zu der Menschenmenge, sondern zu dir und sagt, sei gerettet von deiner Plage, geh hin in Frieden. Jesus kommt nie zu spät und er kümmert sich um dich. In 2. Chronik 16, Vers 9 steht eine Verheißung. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Seine Augen suchen dich. Er ist auf der ganzen Welt unterwegs. Aber, wie wir hier lesen, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und seine Augen suchen dich. Er steht dir persönlich bei, wenn du von ganzem Herzen zu ihm kommst. Und er möchte auch deiner Not begegnen. Er möchte dich aus deinen Schwierigkeiten befreien und er möchte heilen. Du bist ihm wichtig. Jesus hat dieser kranken Frau geholfen. Aber wie geht es nun weiter mit Jairus? Der war bestimmt noch mehr verzweifelt, besonders als die Nachricht kam, dass seine Tochter gestorben war. Jetzt war alles aus. Wie schrecklich. Jesus ist schon auf dem Weg und nun ist doch alles aus. Diese Frau hatte Jesus aufgehalten. Wie kann das nur sein? Niemand und nichts kann Jesus aufhalten, um dir zu helfen. Jesus reagiert überhaupt nicht auf dieses Gejammer der Menschen. Er sagt nur zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus hat alles im Griff, auch wenn wir gar nichts davon bemerken und denken, jetzt ist alles aus.
Und er sagt auch zu dir wie zu Jairus: Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Richte deinen Fokus auf Jesus. Gerade wenn du verzweifelt bist, gerade wenn du denkst, es gibt keine Hoffnung mehr, gerade wenn du denkst, Jesus kommt zu spät, er hat schon alles in die Wege geleitet, um deine Situation zum Guten zu wenden. So wie bei Jairus. Als sie ankamen, war das Kind lebendig und der Tod hatte keine Macht mehr. Sei dir gewiss, Gott lässt sich nicht aufhalten, dir zu helfen, wenn es auch manchmal so aussieht. Richte deinen Fokus auf Jesus. Dein Herz ist in seiner Hand. Und wenn auch Menschenmassen um dich herum sind, er sieht dich. Gott ist ein Gott, der sieht, der dich sieht. Das hat auch eine Frau gesagt, die sehr in Not und Verzweiflung war. Eine besondere Geschichte, von der man nicht oft hört, und die Geschichte von Abraham und Hagar. 1. Mose 16, 1 bis 6. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Namen war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Vers 4. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham: Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie von ihr. Was für eine schreckliche Situation. Und gleich im nächsten Vers lesen wir: Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Er sagte zu ihr, sie solle zurückgehen. Vers 11. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Hagar war unverschuldet in eine schwerwiegende Situation gekommen. Sie wurde nicht gefragt, wurde gedemütigt, war verzweifelt und ist davongelaufen. Sie saß da ganz alleine in der Wüste und dort hat Gott zu ihr gesprochen. Gott hat das Unrecht, das ihr zugestoßen war, nicht ignoriert. Ihre Angst, ihre Verletzung, ihre Schmerzen. Er kümmert sich um sie und sagt: Ich habe dein Elend gehört. Er gab ihr Mut für die Zukunft. Er sagte ihr, dass sie eine gute Zukunft haben wird. Welches Leid trägst du in deinem Herzen herum? Sitzt du auch alleine in der Wüste? Vielleicht bist auch du unverschuldet in eine schwierige Situation geraten. Der Herr hört auch auf dein Elend. Elend kann viele Gesichter haben. Krankheit, Angst, Verletzungen, Schmerzen, Unrecht und so weiter. Du brauchst nicht davon zu laufen in deiner aussichtslosen Situation. Gott ist ein Gott, der sieht, der sich um dich kümmert und der die Dinge verändert. Er sieht dich.
der eine Lösung für dich hat, genauso wie bei Jairus oder der blutflüssigen Frau. Das hat auch Hagar erkannt und sie sagt in Vers 13, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Ist das nicht der größte Trost, den es überhaupt gibt? Der allmächtige Gott sieht dich. Er sieht dein Elend und er kümmert sich um dich. Er lässt dich nicht einfach stehen, sondern er wendet sich dir zu. Fürchte dich nicht, glaube nur. Vertraue ihm und gib dein ganzes Leben in seine Hand. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.